Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the last part of Jäger's Herbst. It is done, Jäger's Herbst. Got an end. I have stuff to talk about it on this whole story, but interlude. First and foremost, the interlude will only happen after I've translated the whole thing. And now I have a little bit of breathing room. Isn't that fun? So, without further ado, let's jump in, shall we? Sechster Tag. Die Sonne schien durch die Blätter und die Fenster von Marks Hütte, als er aufwachte. Dennoch war das Aufstehen selbst eine Qual, sein ganzer Körper schmerzte. Es war, als wären die Knochen und Muskeln falsch gewachsen. Ich sollte zu einem Arzt gehen, dachte er, als er hinaus ins Freie ging. Die Herbstluft hob seine Stimmung und ließ ihn die Schmerzen teilweise vergessen. Aber da war noch dieser Traum. Es konnte nur ein Traum sein. Stühle flogen nicht durch Menschen in der Realität. Notizen flogen nicht aus freien Stücken. Seine Schritte lenkten ihn durch den Wald. Welch atemberaubender Herbsttag es doch war. Bäume und Sonne sorgten für bezaubernde Lichtspiele. Die Blätter raschelten unter seinen Füßen. Und nur wenige Menschen waren auf Spaziergängen. Leichter Zorn wallte in ihm auf, weil diese Frauen die Ruhe des Waldes mit ihrem Geschnatter störten. Aber wer war er schon? Wer war er schon, um ihren Herbstfreuden zu verbieten? Die Romantiker und Wilderer hatten ihre Lektion schließlich gelernt, auf die eine oder andere Art. Seine Gedanken schweiften zurück zu diesem Traum, wie die Wölfe ihm folgten und weinten, wie die Sonne die Frau im Sarg sogar durch dichten Nebel versenkte. Ein roter Schleier begann seine Sicht zu verhüllen. Jedoch wurde er so wütend, wenn er an den Traum dachte. Er fühlte sich verraten, unrein. Aber es war nur ein Traum. So lebendig und real er auch sein mag. Die Schmerzen wurden stärker und er musste sich setzen. Seine linke Hand gehorchte ihm nicht, als er sich an einen Baum abstützen wollte. Sie war völlig steif und kaum zu Bewegungen fähig. Sein Herz raste. Ich sollte schleunigst zu einem Arzt, murmelte er zu sich selbst. Als erst muss ich mich ausruhen. Langsam glitt er zu Boden und Schlaf umfing ihn. Die Nacht hatte sich über den Wald gelegt, als Mark aufwachte. Die Schmerzen waren fort. Dafür beugte sich eine Frau über ihn. Sie kam ihm bekannt vor, aber wusste nicht woher und ihr Gesicht lag im Schatten einer Kapuze. Nur ihre roten Lippen waren aus irgendeinem Grund erkennbar. Es war, als würden sie leuchten. Ruhe und Zorn überkam ihn. Er wollte aufstehen, aber er konnte nicht. Guten Abend, werter Jäger. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Mark riss seine Augen auf. Weit auf, Entschuldigung. Lirre hob ihren Kopf und er sah den Vollmond. Ich danke Ihnen, werter Jäger. Dies ist ein wahrhaft schöner Wald. Ein Wolfsgeheul erklang in der Ferne. Seine Knochen und Muskeln fingen an, sich zu verschieben und zu verändern. Seine Gedanken überstürzten sich, als er realisierte, dass sein Traum kein Traum war. Er sah nur noch ein Lächeln, als sich der rote Schleier gänzlich über ihn legte. And there we go. The end of Jäger's Herbst. And the end of Mark. I will not say may he rest in peace, but... to some extent it's true. May he rest in peace. Mark, as we knew,
is no longer. I will say, before I say good night and farewell, please down in the comments, what do you think about the story and this end? And this end. I know I can only ask my German viewers or all my viewers who can understand German, but nonetheless, comments down below. I'm curious what you think. And what do you think about me skipping an entire day? So now, that is all said and done, story-wise, I will say good night and sleep well.